Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. Männliche Primaten masturbieren nicht nur zum Spaß. Ich finde, damit ist alles gesagt. Wir können das so stehen lassen. Ne? Ist alles hochzweckmäßig und hochproduktiv. Da wird keine Kalorie verschwendet. Ist hochernste Angelegenheit. Ne? Ganz eindeutig. Also ich meine, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. So, viele Tiere befriedigen sich selbst, besonders oft tun es Primaten, einschließlich Menschen. Das dient nicht nur der Lust, sondern scheint auch einen evolutionären Zweck zu haben. Ich sag's ja, ne, das ist nicht nur, ne, weil wir männlichen Primaten der Meinung sind, das ist irgendwie nett. Nein, das ist alles zielgerichtet und zweckdienlich und, wir erfüllen nur unsere Pflicht, könnte man sagen. So und nicht anders. Also nicht wieder motzen, wenn sich mal wieder einer eine Banane schält. Verzeihung. Die sexuelle Selbstbefriedigung scheint eine uralte Eigenschaft von Primaten zu sein, die, zumindest bei Männchen, den Fortpflanzungserfolg erhöht und dazu beiträgt, sexuell übertragbare Infektionen zu vermeiden. Zu diesem Schluss kommt eine britische Forschungsgruppe vom University College London. Die Ergebnisse ihrer umfangreichen Studien haben die 6 beteiligten Forscherinnen und Forscher in der aktuellen Ausgabe der Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht. Ja, was soll ich sagen? Es bietet sich einfach so viele blöde Witze an, ne? Umfangreiche Studien zur Masturbation. Auch das Masturbation genannte Verhalten ist im gesamten Tierreich verbreitet. Besonders häufig findet man es jedoch bei Primaten, zu denen phylogenetisch auch der Mensch gehört. Phylogenetisch übrigens eine fachbiologisch für die Abstammung, ne, die systematische. Warum phylogenetisch? Weil man von bestimmten Merkmalen ausgeht, ne, und die gruppiert und dann schaut, okay, Merkmal X entwickelte sich hier und wurde da weitergereicht und so weiter und so fort. Da spricht man dann von phylogenetisch. Ja. Hat tatsächlich mit Genen in erster Linie nichts zu tun. Man nutzt heutzutage aber natürlich die Molekularbiologie, um das zu bestätigen oder auch zu widerlegen. In der Vergangenheit wurde die sexuelle Selbstbefriedigung häufig entweder als krankhaft oder als Ausdruck einer übertriebenen, ausgeprägten Libido betrachtet. Die aufgezeichneten Beobachtungen waren daher zu bruchstückhaft, um die Verbreitung, die Evolutionsgeschichte oder die genaue Bedeutung zu verstehen. Das Team um die Anthropologin Matilda Brindle stellte nun den bisher größten Datensatz zur Masturbation von Primaten zusammen. Die Gruppe sammelte Informationen aus fast 400 Quellen, darunter 246 veröffentlichte wissenschaftliche Arbeiten sowie 150 Fragebögen und persönliche Mitteilungen von Primatenforschern und Tierpflegern. Ich hoffe, Sie haben... nicht von der persönlichen Erfahrung gesprochen. Das fände ich jetzt eher weird. Da fände ich auch Primatenforscher und Tierpfleger definitiv eine zu kleine Bevölkerungsgruppe. Entschuldigung. Nein, ich gehe stark davon aus, die haben natürlich auf Anfrage ihren Sach- und Kenntnisstand
weitergegeben. Aus wissenschaftlicher Sicht natürlich trotzdem so ein bisschen bedenklich, weil persönliche Mitteilungen eben immer anekdotisch sind. Ne? Das heißt, da hat sich halt keiner hingestellt und hat gesagt, okay, ich beobachte jetzt 10 Affen 2 Wochen lang und ich schreibe jedes Mal auf, wenn einer ne, sich eine Banane stiehlt. Sondern das wird wahrscheinlich einfach so Erleben im Alltag sein. Das ist immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Anhand dieser Daten verfolgten die Autoren die Verbreitung des autosexuellen, das heißt auf sich selbst gerichteten Verhaltens unter Primaten, um zu verstehen, wann und warum es sich sowohl bei Weibchen als auch bei Männchen entwickelt hat. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass höchstwahrscheinlich schon die gemeinsamen Vorfahren aller Affen, einschließlich des Menschen, masturbierten. Außerdem testeten sie verschiedene Hypothesen, um aufzuklären, warum dieses Verhalten evolutionär entstanden ist. Die. Ach du gute Güte. Die postkopulatorische Selektionshypothese etwa geht davon aus, dass die männliche Selbstbefriedigung die erfolgreiche Befruchtung fördert. Dies kann auf verschiedene Weise erreicht werden. Erstens kann die Masturbation ohne Samenerguss die Erregung vor dem Sex erhöhen und für Männchen niedrigeren Rangs, die beim Geschlechtsverkehr gestört werden könnten, eine nützliche Taktik sein, da sie dadurch schneller ejakulieren können. Zweitens ermöglicht die Masturbation mit Samenerguss den Männchen zunächst minderwertiges Sperma abzustoßen, sodass für die spätere Paarung frische, hochwertige Spermien zur Verfügung stehen. Unterstützung für diese Hypothese fanden die Forscherinnen und Forscher, indem sie zeigten, dass die männliche Masturbation vor allem in Paarungssystemen vorkommt, in denen die Konkurrenz zwischen den Männchen groß ist. Okay, interessant. Das heißt, im Kern geht es darum, durch Masturbation indirekt den Paarungserfolg zu steigern. Ne? Entweder durch qualitativ hochwertigeres Sperma oder eben durch, ne, indem man im Grunde den halben Weg schon geht, bevor man überhaupt loslegt. Um es mal so auszudrücken. Laut der Erregervermeidungshypothese, das klingt jetzt wieder irgendwie was aus der Infektionsbiologie, da fühle ich mich direkt angesprochen. Das ist was, was grundsätzlich jeder haben sollte, eine gewisse Erregervermeidung. Wenn einer vor sich hin hustet und rotzt und einen positiven Corona-Test auf dem Tisch liegen hat, dann gehe ich da vielleicht nicht hin. Das ist eine sehr gesunde Erregervermeidung. Nicht zu verwechseln mit der sogenannten Erektionsvermeidung. Das gehört zwar mehr zum Thema, das wir gerade haben, hat aber wahrscheinlich mit beidem überhaupt nichts zu tun. Laut der Erregervermeidungshypothese verringert die männliche Masturbation die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mit einer Geschlechtskrankheit während der Paarung, indem sie die Harnröhre mit dem Samenerguss reinigt. Der Harntrakt ist ein primärer Infektionsort für viele Geschlechtskrankheiten. Das Team fand Indizien, die darauf hindeuten, dass sich die männliche Masturbation parallel zu den Geschlechtskrankheiten über den gesamten Lebensbaum der Primaten hinweg entwickelt hat. Dass sich die männliche Masturbation parallel zu den Geschlechtskrankheiten über den gesamten Lebensbaum der Primaten hinweg entwickelt hat. Das kann man jetzt halt auch genau umgekehrt deuten, ne? Also, einmal leuchtet es mir nicht ganz ein, weil in der Regel habe ich ja beim Geschlechtsakt einen Samenerguss. Das heißt, da vorher, hinterher, nebenher noch irgendwie extra ein herbeizuführen, weiß ich nicht, also sicherlich nett, ne, nochmal durchzuspülen. Andererseits tut's Urinieren vielleicht auch. So, ich weiß nicht, finde ich schwach bisher. Finde ich eher schwach.
Und wenn das tatsächlich das einzige Indiz ist, das sie haben, muss ich halt sagen, möglicherweise haben Geschlechtskrankheiten auch erst irgendwie eine Relevanz, ne, seit die Affen masturbieren. Was genauso wenig Sinn ergibt und wahrscheinlich nicht wahr ist, aber rein aus den Daten könnte man versuchen, das zu schlussfolgern, ne, und müsste dem nachgehen. Und es wäre erstmal eine gleichrangige Hypothese zu dem anderen. Da hat mir die postkopulatorische Selektionshypothese deutlich besser gefallen, muss ich sagen. Die hat nämlich irgendwie eingeleuchtet, was die logischen Zusammenhänge angeht. Aber vielleicht liegt es auch an mir. Die Bedeutung der weiblichen Selbstbefriedigung dagegen bleibt weiter unklar. Obwohl sie ebenfalls häufig vorkommt, gibt es deutlich weniger aussagekräftige Berichte, die eindeutige Rückschlüsse auf ihren evolutionären Zweck zulassen. Das Team argumentiert, es würden zunächst mehr Daten über das weibliche Sexualverhalten benötigt, bevor die Rolle der weiblichen Masturbation untersucht werden könne. Unsere Ergebnisse tragen dazu bei, Licht in ein sehr verbreitetes, aber wenig verstandenes Sexualverhalten zu bringen und stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis der Funktion der Masturbation dar, sagte Matilda Brindle laut einer Mitteilung des UCL. Die Tatsache, dass autosexuelles Verhalten in der gesamten Primatenordnung allgegenwärtig ist und von in Gefangenschaft und in freier Wildbahn lebenden Mitgliedern beider Geschlechter praktiziert wird, zeigt, dass Masturbation ein Teil des Repertoires gesunder sexueller Verhaltensweisen ist. Spannend. Also, ne, auf so eine gewisse Art und Weise finde ich das schon nicht ganz uninteressant. Ich habe tatsächlich über einen Zusammenhang mit Infektionskrankheiten, Schande auf mein Haupt, gar nicht nachgedacht. Fand ich jetzt, wie gesagt, auch die schwächere der beiden Hypothesen. Nichtsdestotrotz, ne, könnte da unter Umständen tatsächlich was dran sein. Ja, spannend. Muss ich gerade noch mal gucken. Okay, aber sie haben noch keine Daten dazu, was irgendwie im Zusammenhang mit Masturbation und viel oder wenig sich möglicherweise verändert. Das suggeriert nämlich die Bildunterschrift hier so ein bisschen, ne? Männliche Masturbation scheint den Fortpflanzungserfolg zu steigern und das Infektionsrisiko mit Geschlechtskrankheiten zu mindern. Das ist einfach nicht wahr. Also ich meine, ja, es ist nur die Bildunterschrift. Aber das ist einfach eine Lüge. Es gibt zwei Hypothesen. Es gibt zwei Hypothesen, die besagen, dass es vielleicht was damit zu tun haben könnte. Aber da seid ihr ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, liebes Spektrum. Ne? Aber ja, interessant. Ich freue mich auf weitere nicht Manipulationen, sondern Studien und Nachrichten bezüglich Masturbation. Immer gespannt, wann wir das tatsächlich lösen, dieses Rätsel, oder zumindest ernsthafte Hinweise darauf kriegen, was es damit auf sich haben könnte.